Mystic Quest hat eine interessante Hintergrundgeschichte. Es sollte der westlichen Welt die japanischen Rollenspiele schmackhaft machen, da nach der Ansicht der Japaner ihre Spiele zu hart und zu komplex für das westliche Publikum waren. Daher entschied man sich, ein westliches Einsteiger-Rollenspiel zu veröffentlichen. Ich habe eigentlich ganz gute Erinnerungen an das Spiel. Aber ist das heute immer noch so? Was taugt Mystic Quest für das Super Nintendo heute noch? Das Spiel wurde 1993 von Square entwickelt und veröffentlicht. In Japan hieß der Titel Final Fantasy USA Mystic Quest. Da Square jedoch dachte, dass kein Mensch Final Fantasy kennt, wurde das Spiel schlicht Mystic Quest im westlichen Raum genannt. Wenn die Welt dem Untergang geweiht ist, kommt ein Held, um sie zu retten. So lautet zumindest eine alte Prophezeiung. Das Böse besitzt magische Kristalle und ihr müsst diese an euch reißen, um die aufkommenden Naturkatastrophen und damit den Untergang der Welt zu verhindern. Jeder der Kristalle wird von einem besonderen Wächter bewacht und eure Aufgabe ist es, diese Wächter zu finden und zu besiegen. Dazu bereist ihr vier verschiedene Gebiete: Foresta, Aquaria, Feuerburg und Windia. Ihr werdet es euch bei den Namen denken können. Jedes der Länder besitzt einen Kristall, der einem bestimmten Element zugeordnet ist. Wenn ihr diesen befreit habt, ändert sich die Landschaft der Gebiete zum Positiven. Habt ihr alle Kristalle, müsst ihr den Dämonenkönig erledigen. Wie spielt sich das Ganze? Im Prinzip relativ simpel. Ihr werdet von der Geschichte durch verschiedene Orte geleitet. Diese betretet ihr, indem ihr auf der Weltkarte zu ihnen steuert. Ihr könnt die Welt jedoch nicht frei erkunden, sondern nur zwischen den Knotenpunkten navigieren. Dort gibt es dann verschiedene Gebiete, in denen ihr eure Aufgaben erledigen müsst. Außerdem müsst ihr hier gelegentlich Hindernisse mit euren Waffen aus dem Weg räumen oder überwinden. Die Weltkarte erweitert sich, wenn ihr bestimmte Aufgaben wie zum Beispiel das Beenden eines Tempels erledigt habt. So werdet ihr immer von Knotenpunkt zu Knotenpunkt gelotst. Leider erwarten euch keine Nebenquests oder ähnliches. In Städten könnt ihr eure Vorräte aufstocken, euch regenerieren und Leute treffen. Auf Schlachtfeldern könnt ihr eine gewisse Anzahl von Gegnergruppen bezwingen, welche euch dann Erfahrungspunkte und Gegenstände bringen. Dieses wird später leider sehr oft genutzt, um die Spielzeit künstlich zu verlängern. Dort grindet ihr den Stumpf, variantenreiches Gameplay sieht allerdings anders aus. In Tempeln findet ihr versteckte Kristalle. Dort müsst ihr euch durch Gegnerhorn kämpfen und simple Puzzles lösen. Hier findet ihr auch normalerweise dutzende Schatztruhen, welche euch mit Heilträgen und ähnlichen versorgen. Ein großes Komfortfeature fehlt hier jedoch, ihr werdet nicht automatisch zum Eingang des Tempels gebracht, sobald der Endboss besiegt ist. Hier ist also ein nerviges Backtracking angesagt. Auf eurer Reise trefft ihr auf diverse Begleiter, die euch dann auf euren Abenteuer zur Seite stehen. Ihr habt jedoch immer nur einen gleichzeitig in eurer Gruppe und könnt diese nicht frei wählen. Außerdem haben diese ein festes Level und eine vorgeschriebene Waffe. Ihr hingegen könnt frei aus diversen Waffenarten wählen und der aktuellen Situation anpassen. Allgemein ist das Kampfsystem relativ einfach gehalten. Eure Gegner könnt ihr immer sehen und manchmal dadurch auch umgehen. Trefft ihr auf die Monster, wechselt ihr zum Kampfmodus. Dort kämpft ihr dann mit eurem Begleiter rundenweise gegen die Gegner. Dabei könnt ihr euren Freund manuell steuern oder es dem Computer überlassen. Dieses könnt ihr ruhig tun, da dieser eigentlich ganz gut kämpft. Im Kampf könnt ihr angreifen, zaubern, Gegenstände benutzen, euch verteidigen oder die Flucht ergreifen. Die verschiedenen Gegnertypen haben auch verschiedene Schwächen gegen bestimmte Waffen. So ist ein Baumgegner wesentlich empfindlicher gegen eine Axt als gegen ein Schwert. Zusätzliche Zauber findet ihr in Truhen und könnt diese immer auf ein einzelnes Ziel oder auf die ganze Gruppe wirken. Wenn die Gegner nur noch die Hälfte ihrer Lebenspunkte haben, wechseln ihr Aussehen und man sieht ihnen die Verletzung an. So könnt ihr immer ungefähr sehen, wie viel Lebensenergie euer Kontrahent noch hat. Habt ihr einmal einen Kampf verloren, könnt ihr diesen ganz einfach wiederholen. Stirbt einer eurer beiden Charaktere und ihr übersteht den Kampf trotzdem, wird dieser mit wenig Lebensenergie nach dem Kampf wiederbelebt. Alles in allem ist das Kampfsystem nicht sehr abwechslungsreich und ermüdet schnell. Die meisten Kämpfe könnt ihr locker durch das Hämmern auf die Beschädigungstaste gewinnen. Allgemein ist das Spiel weniger auf das freie Erkunden der Welt ausgelegt, sondern eher auf das Verdreschen diverser Monstertypen. Großartige Anpassungen eures Charakters mit Gegenständen und so weiter dürft ihr hier nicht erwarten. Die Grafik ist für ein 16-Bit-Spiel leider nicht auf einem sehr hohen Niveau. Wenn man sich angestrengt hätte, hätte man das Spiel vielleicht sogar noch auf dem NES zum Laufen gebracht. Abgesehen davon ist das Stil jedoch stimmig und geht in Ordnung. Man hätte nur wesentlich mehr rausholen können. Das Sound hingegen ist etwas besser geraten. Er untermalt gut das Geschehen,
ist jetzt aber nichts Besonderes. Guter Durchschnitt würde ich hier sagen. Was taugt Mystic Quest für das Super Nintendo also heute noch? Es erfüllt meiner Meinung nach seinen eigentlichen Zweck von damals heute noch. Es ist ein japanisches Rollenspiel für Anfänger. Es überfrachtet euch nicht mit Optionen, sondern bietet euch destilliert die Essenz solcher Spiele. Es ist allerdings auch nicht sehr abwechslungsreich und bietet keine sehr gute Story. Es gibt natürlich viel bessere Rollenspiele für das System, Anfänger können hier aber auch beruhigt zugreifen. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.